so lame they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Ist es denn... Now I just have to find Nathan's room. Ist es denn hier erlaubt, wenn jetzt jemand zusammen ist, hier zusammen zu schlafen? Weil die sind ja eigentlich erwachsen. Eigentlich dürfte es auch gar keine Aussperrregel geben, denn es sind Erwachsene. The Vortex Club sucks ass. Love, Evan. Ach, das ist Evan. Ja süß. Of course. That's why no shits were given. Evan rolls. Ja, Evan, ist ein guter. Oh. Oh. Who needs a dorm map anyway? At least I can see that Nathan isn't in room 106 or 108. Oh, das ist ja nicht nett, Gainy. Diana Jones. Okay, die Jungs haben da ein bisschen mehr Spaß, glaube ich, als die Mädchen mit ihren Karten. Aber das verrät uns jetzt nicht unbedingt viel über Nathan, ne? Nee. Ich kann es nicht lesen. Diese blöde Karte ist davor. Mann. Sieht aber irgendwie... Es sieht nicht gleich aus wie bei uns, ne? Es ist irgendwie eckig. Voll eckig. Poster haben wir hier noch. Who would steal cat pics? Das möchte ich jetzt lesen. Am 15. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinen neuen... Ach so, das hatten wir doch schon mal. Bitte, diese Katzen waren meine beste Freunde. Oh, tut mir ein bisschen leid. We have one more meeting left. Join Gamer Guys. Ja, okay, die Jungs ist ein bisschen verruchter. Können wir noch mal kurz mit Chloe reden, bevor wir hier weitergehen? There's eagle-eye Chloe scoping out the area for Nathan. Max, what are you doing? Hurry up! Ich weiß gar nicht, was will die machen, wenn Nathan kommt? Will die durch die Gegend schreien, so Nathan kommt? Und Nathan guckt sich dann total so, hä? Was soll das? Und wir kommen dann so ganz, ganz ruhig auf sein Zimmer. Das, nee, verstehe ich nicht, was das soll. Oh, why hello, Trevor. And Dana? Skateboarding is not a crime. Aha. Interessant. Klopapier. Aha. Are toilet paper wars mandatory in the dorms? Shit. Okay, also wirklich bei den Jungs ein bisschen verruchter als bei den Mädchen, aber verständlich. Ist doch im realen Leben auch so. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. Können wir das wegwischen? Also, das ist bestimmt Daniels. Ja, Daniel. Also, wir können es nicht wegwischen. Jerks. At least nobody messed with the Kate portrait. Aber warum hängt er sie auch auf? Das würde ich mich nie trauen. Please, please, please stay away, Nathan. Das Zach or Logan. Ja, wollte ich gerade sagen. Who knows? Bro's got a bro. Das ist bestimmt Zach. Okay, da haben wir Hayden. Was schreibt Hayden? Oh, skunkweed and video games. I sense Hayden is near. Okay, Hayden ist schon mal da. Das ist, ich weiß nicht, ob das gut ist. Was haben wir hier? The Prescott Rule. This town. This can only be Nathan's room. Das kann ich mir selbst für Nathan nicht vorstellen, dass der auf seine Tafel The Prescott Rule schreibt. Also, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Warren! Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky I'm a pacifist. Der wohnt direkt gegenüber von Nathan. Ist ja ein bisschen gruselig. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. Oh, ja. Schreiben. I can have a little fun with Warren for a change. Ja, ein bisschen ärgern. Go ape. And sometimes you have to take a chance and see what happens. Are you made of copper and tellurium? Because you're... Ach so, es ist so irgendwie so... I hope Warren doesn't think that's too dorky. Ach Quatsch, der findet das super. Not like he isn't. He'll laugh, right? Der findet das bestimmt super. Wen haben wir hier? Looks like one of the jocks did care about Kate. Sorry, Kate. Ja, wer auch immer das ist. Ja, Nathan's room. Ist doch jetzt nicht offen, ich bitte dich. Haben die hier offene Zimmer?
ich dachte schon. Aber was will der in seinem Room verstecken? Ich meine, wenn ich Nathan wäre, ich würde das niemals hier verstecken. Was hat er denn bitte für ein... Now I need to find Nathan's phone. Or anything with clues. Joyce hat erstmal geschrieben, was hat er denn bitte für einen Raum? Das ist ja voll Emo-Gothic-Kram. Aber ziemlich aus Leder und so. Ist ziemlich... Ne? Aber eigentlich cool, ne? Würde ich mich auch drin wohlfühlen. Ich wollte erst so sagen, ne, kommt komisch, aber ist ziemlich cool doch. Joyce hat uns geschrieben. Es tut mir leid, Joyce. Auch wenn ich immer Blödsinn mache, aber ich versuche auf Chloe einen guten Einfluss zu nehmen. Ach so, wartet mal. Sie hat uns... Max, ich weiß es zu schätzen, dass du für David eingetreten bist. Ich weiß, dass das Chloe nicht gefallen hat, aber sie muss aufwachen und aufhören, sich so aufzuführen. Nur, dass das nicht passieren wird, wenn ihr beiden euch in illegale Sachen verstrickt. Wie dem Einbruch in Blackwell letzte Nacht. Ich weiß, was passiert ist. Mach dir also nicht die Mühe, es zu erklären oder dich zu rechtfertigen. Ich hoffe, du bringst sie wieder auf die richtige Schiene. Aber es sieht so aus, als würde sie sich wieder festfahren. David möchte helfen, aber sie lässt ihn nicht. Du könntest einen so guten Einfluss auf sie haben. Es sei denn, ihr möchtet beide die Bösen spielen. Es tut mir leid, Joyce, auch wenn ich immer Blödsinn mache. Aber ich versuche, auf Chloe einen guten Einfluss zu nehmen. Ich weiß, Max. Ich habe vergessen, dass ihr immer noch jugendliche Erwachsene seid. Ja, es ist... Ja, es ist... Was soll man machen? Das Zimmer ist richtig cool. Oh, ich würde am liebsten nie wieder verlassen. Ich wollte gerade sagen, das sah mir ziemlich emo aus am Anfang. Oh, wie geil ist das denn? So von wegen, ja, hier lädt man doch keine Leute ein. Aber oh, das wäre so cool. Okay, haben wir hier, bevor ich jetzt rumlaufe wie so eine Irre, Lichtschalter können wir nicht anmachen. Ist so dunkel. Nathan clearly has his fetish down. Was ist denn da? Ich kann es wirklich nicht erkennen. Tut mir leid. That is so Chloe. Oh, jetzt geht's los. Geheime Unterlagen von Nathan Prescott. Hey Arschloch, wir müssen reden. Oder ich werde jedem erzählen, was du getan hast. Und du wirst dafür bezahlen, Motherfucker. Okay, kein Wunder, dass der eine Pistole mitbringt. Ich hätte es netter ausgedrückt. Auch wenn ich, nee, also das hätte ich so... Oh my God. Chloe. Okay, dann wissen wir jetzt auch ein bisschen mehr, was mit Chloe passiert ist. Aber ich sag mal so, wir wussten das schon. Dass sie jetzt so überrascht ist. Na klar, es ist grausam, aber dass sie so überrascht ist, wir wussten das doch. Whale songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. Warum hört er denn... Walgesänge. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Ja, glaube ich auch. Das sind doch seine Drogen oder so. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Genau das möchte ich die ganze Zeit sagen. Selbst Nathan ist hier auch... Niemand ist böse, sag ich mal so. Jeder hat seine Gründe. I can't believe Nathan still has it around. Was ist denn das? Dieses Diplom bezeugt, dass Nathan Prescott offiziell der beste Sohn der Welt ist. Der 6. Tag des Monats Juni im Jahr. Die Eltern... Ich glaube, er fühlt sich wirklich ungeliebt und hat das damals bekommen und hängt es jetzt auf, damit er sich nicht daran erinnern kann, dass seine Eltern ihn eigentlich gar nicht mögen oder ihn überhaupt nicht... sich überhaupt nicht für ihn interessieren. I thought Victoria had the photo bling, but... This room is like Nathan's mind. Was ist das? Ach, ne, Linse. Ach, okay. That monochrome camera is brand new and costs about 6 grand. Bastard. Wenn man sich's leisten kann, ne? Okay. Hier haben wir, was haben wir hier? Verschreibungspflichtige Medikamente. Hier hat er ja ganz schön viele davon. I don't think this prescription has helped Nathan. Nee, ich glaube auch, ich glaube die Eltern... Der hat psychische Probleme, das wissen wir, das sieht man in diesem Zimmer, auch wenn es mega Stil hat. Aber ich glaube, die Eltern denken immer so, ah, Medikamente helfen da schon. Ich glaube, der Nathan braucht eigentlich eine Umarmung und keine scheiß Medikamente und keine scheiß Kamera für 6000. Und diese Ausstattung, der braucht einfach eine Umarmung. Mehr ist da nicht. So, hier.
I'd cry too, if I had him for a father and had to wear that suit. Ah, wir sehen auch ziemlich, sieht ziemlich geknickt aus hier. Süß. Let's see what Nathan hides in here. Oh. Nathan is way into this party. Bad sign. An Victoria. Hey Süße, die sind wirklich zusammen. Ich glaube, die sind zusammen. Hey Süße, sag mir, was du der Vortex Party diese Woche anziehst, damit ich etwas genauso Teures und Stylisches anziehen kann. Das ist sozusagen die Art von ihm zu sagen, so, ja, ich möchte zu dir passen, ne? Es muss genauso teuer und stylisch sein. Ich bin richtig heiß drauf und ich werde ein paar richtige Partyknaller mitbringen. Ich habe sogar meinen Dad gebeten, die Bullen von der Blackwell fernzuhalten, damit wir uns ohne Ärger zudröhnen können. Wenn wir schon ein Date... Wie komme ich denn auf Date? Wenn wir schon ein Das Ende der Welt-Thema haben, dann lass uns das auch mal richtig machen, oder? Ist Nathan... Weiß er vielleicht was? Er hat doch... Die Partys, er macht sie doch und er kann sie benennen. Also so sagen, wie sie heißen und so. Weiß er vielleicht was, wenn das Ende der Welt und dann will er sich komplett zudröhnen. Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Ah, okay, er hat es scheinbar hochgeladen. Kate wird, ja, okay, er war's. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Das denke ich auch, aber wir lesen erst. Von Sean Prescott an Nathan. Nate, ich weiß, dass diese Woche anstrengend war und deine Mutter und ich sind zu dem Reden da, wenn es sein muss. Mach einfach einen Termin aus. Was? Wie krank ist das denn? Oh nein. Deine Mutter möchte, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt. Bis dahin bleiben wir an deinen Verschreibungen. Du solltest ruhig und friedlich bleiben, während die Tegel-Anwesen erschlossen werden. Ich weiß, dass es eine Last ist, ein Prescott zu sein, und ich führe dich Schritt für Schritt in diesen Raum, so wie es mein Vater tat. Es war hart für mich, als mein Vater mir die Augen über unser Schicksal öffnete, aber du wirst es mir eines Tages danken. Keine Sorge wegen Blackwell. Dieses scheiß Dreckskaff wird einen Einlauf bekommen, mitsamt neuen Anstrich. Ich möchte, dass du bereit bist zu übernehmen, wenn die Zeit gekommen ist. Verkack es nicht, Sohn. Nein, das glaube ich nicht. Der arme Junge. Also nicht, dass das Nathan so sein will. Er muss so sein. Er muss... Sein Vater drängt ihn in diese Richtung. Und wenn Nathan nicht so ist, wie er will, das ist krank. Es ist der arme Junge. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. Und vor allem auch noch der Satz, mach einen Termin aus, wenn du... Oh Gott, nein, der arme, echt... Ich fühle mich gerade voll mit für den. Er tut mir so leid. Tudu Bam aus Brasilien, kleiner Bruder. Es ist schon ziemlich lange her, seit ich etwas von dir gehört habe. Also lass es mich wissen, was in deinem aufregenden schulischen Leben an der Blackwell so abgeht. Ich pralle bei all meinen Mitarbeitern in der Peace Corps damit, dass mein talentierter Bro Nate ein ganzes Stipendium für eine der besten Kunstschulen der ganzen Welt hat. Auch wenn ich nicht immer meine Mails oder mein Handy überprüfen kann, schicke mir bitte, bitte, bitte ein paar neue Fotos vom Campus, damit ich direkt durch deine Linse leben kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Und ja, Mutter hat mir erzählt, dass du in Schwierigkeiten steckst und Vater dir in den Arsch getreten hat. Aber du musst ihn entweder ignorieren oder ihm die Stirn bieten. Du weißt, ich liebe Dad Nate, aber ich bin wegen ihm auch in einem Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er ist ein Tyrann, der Macht statt Weisheit geerbt hat und der einzige Weg, gegen ihn zu gewinnen, ist es, zurückzuschlagen. Lass dich nicht von ihm wegen einem Familienvermächtnis in ihn verwandeln. Ende der Lektion. Du gehst zur Schule, also will ich nur, dass du dich wie zu Hause fühlst. Zurück zu den Mangroven. Schick dir alles Gute. Schreib lieber zurück oder ich schiffe dir ein Jaguar ins Wohnheim. So, Chris. Ich glaube, Christine ist die, also seine Schwester ist die Einzige, die sich für ihn sorgt. Also die sich um ihn sorgt. Ich glaube, nicht mal Victoria ist an ihm interessiert, sondern einfach nur daran. Ich glaube, Victoria sieht in Nathan ihren eigenen Vorteil. So, Nathan, der ist halt der Obersitz von der Stadt, vom Vortex Club. Wenn die mit dem zusammen ist, hat sie halt richtig viel zu sagen. Und ich glaube, Victoria ist nicht selbst an Nathan interessiert, sondern halt an dieser Macht, die sie durch ihn bekommt, an dieser Machtposition. Ich glaube, Christine ist dann halt wirklich die Einzige, die Nathan irgendwie versteht oder Nathan verstehen möchte tatsächlich. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Diätpillen? Ist das nicht... Aber Diätpillen sind doch... Diätpillen sind doch, damit man dünner wird, oder? Verstehe ich jetzt was falsch?
Ist. Extrem Diät, Appetithemmer. Der macht sich um seine Figur Sorgen. Also ich meine, Magersucht ist ja ziemlich schweres Thema und es sind ja meistens Mädchen betroffen. Dass er selbst auch magersüchtig ist, oder halt, der macht sich wirklich... Ich glaube, der Junge wird so unter Druck gesetzt von seinen Eltern und von allen anderen, dass er einfach mit sich so unzufrieden ist, dass er jetzt sogar schon Diätpillen nimmt. Der, wirklich, das, er tut mir so leid. Ja, haben wir jetzt schon gesehen. Sonst noch irgendwas in dem Zimmer? Ich, sehe hier nichts. Nathan likes his tortured subjects way too much. Steht bestimmt auf Sextoys. These films all have a dark pattern. Aber so bin ich auch. Ich mag auch dunkle Filme. Oh, hier haben wir einen. Irgendein Ding. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Von wem? Vielleicht von seinem Vater? Das... Nee, ich glaube, das Einzige, was der Junge braucht, ist eine Umarmung. Mehr... Der... Ach nein, das tut mir so leid. Oh. Hier lag bestimmt Chloe oder so. What the hell are all those marks on the floor? Denke ich, was mit Chloe zu tun. Couch? Ach so. Let's find out what you're hiding. Was wollte sie mir zurückspulen? Ach so. Oh yes, little phone. You are mine now. Okay, wir haben Nathans Handy. Können wir das gleich? Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Or before Nathan comes back. Stopp, hier haben wir aber noch was. Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. Das ist mega cool eigentlich. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Aber echt. Richtig cool, muss ich sagen. Hätte ich Nathan so jetzt nicht zugetraut. I don't think one book can guide the Prescotts. A Team Parent Guide to... Rage on. Was so viel heißt wie abreagieren. Ein Teenager-Elternguide um die Wut. Ach, nein, er tut mir leid. Er tut mir richtig leid. Und ich glaube, er will auch gar nicht so sein, wie er ist. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Wartet mal, was. Ich würde lieber so weit zurückspulen, weil das, der hat vorhin was anderes gezeigt. Ist das. Ja, genau. Nicht, dass wir da irgendwie was mit zu tun haben. Der soll möglichst nicht wissen, dass wir hier drin waren. Halte ich für keine gute Idee. So, schnell zu Chloe. Weil ich ein bisschen Angst habe, tatsächlich, vor Nathan. Hi. Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. Oh. What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me ho. Max, I got this. Get the fuck out of my face. You are so fucking dead! Get off me, bro! Warren, hör bitte auf. Okay, nichts zu Warren aufhalten. Ich glaube, das wird jetzt ein längerer Quatsch, ne? Also, stellt euch auf was ein. Aber das erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist jetzt hier schon wieder vorbei. Hahaha. Ha, ha. Ja, also in der nächsten Folge werde ich mich dann halt entscheiden müssen, ob wir Warren aufhalten oder nicht. Aber ich glaube, es ist schon aus meinem ersten Satz hier rausgegangen, was wir tun werden. Aber vielleicht entscheide ich mich ja doch um. Ich meine, immerhin hätte er es schon verdient, wenn man mal so sieht. Aber wir haben hier einiges über Nathan heute rausgefunden in der Folge. Und ich finde, meine Vermutungen über Nathan haben sich, glaube ich, bestätigt. Also, dass Nathan das eigentlich alles gar nicht so möchte, sondern halt einfach nur scheiße dran ist und das halt irgendwie ablassen möchte, sag ich mal. Er lässt halt den Dampf nur falsch raus. Ja, schreibt gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen direkt wieder in der nächsten Folge von Life is Strange, dann mit der Entscheidung, was wir mit Nathan machen. Dann bis dahin, macht es gut, ne, und ja, ciao.
dorm is coming!